willkommen zum neuen Vlog von mir. Ein ganz besonderer Vlog, denn Ankercraut hat eingeladen. Unter dem Hashtag Anker vor Malle fliegen wir, das heißt Andi und ich und ein paar andere Blogger und Videogriller auf Mallorca, denn Ankercraut hat dort eine Finca gemietet und ja, da gibt es jetzt so eine Art Olympiade, was uns da alles erwartet und wie das ganze Wochenende vonstatten geht, seht ihr in diesem Video. Also viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ihr mich verstehen könnt, aber jetzt heißt es erstmal reingehen und versuchen mal ein bisschen von dem Flug aufzunehmen. Dann, hier ist es noch bitterböse kalt. Nehme ich mal ein bisschen so. Und ja, mal gucken. Dann. Ja, gute 2 Stunden geflogen. Jetzt sind wir auf Palma de Mallorca und die Anna holt uns ab und jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir hin müssen, um unsere Koffer zu holen. Da geht zum Beispiel nicht lang. Ja. Kann ich mal kurz den Flieger zeigen. Bei dem sind wir jetzt geflogen. War ziemlich cool. Robuster Flug, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt erstmal Koffer holen, Anna begrüßen und dann geht's weiter. Ganz lustige Aktion. Zweite Auto, aber Anne ist schon ein paar Tage eher und ist jetzt insgesamt das 4. Auto. Also Spanien ist nicht nur von der Mentalität so, sondern sie sind einfach so. Das Restaurant, was gibt es hier? Das wird ja eine Fotobombe. Okay, jetzt guck mal hier. Mit dem Feier, weil gleich mit dem Feier. We light my Feier. Gleich mit dem Feier. Auch schön. This girl is a fire. Den gönnen wir uns jetzt. In der Hoffnung, dass ihr mich verstehen könnt, weil hier oben ist es jetzt ein bisschen windiger. Im Hintergrund könnt ihr das schon sehen. Genau da, in dem Bereich ist das Meer. Ich habe jetzt gerade ein Chicken Gang und danach ein Pulled Pork Burger. Richtig gut. Das heißt, mein Magen füllt sich jetzt so ein bisschen, das Vakuum löst sich. Gott sei Dank. Das Bier schmeckt auch. Und ich habe irgendwie gehört, es soll jetzt gleich noch ein Pulled Beef geben. Zeige ich euch dann gleich nochmal in dem Video. Ich versuche auch das gesamte Wochenende so ein bisschen wieder mit so ein paar Szenen einzufangen. Musikuntermalung. Ihr kennt das aus meinen Vlogs. Und ja, bisher ist es ziemlich gut angekommen. Ihr könnt auch unten mal in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr das gut findet oder weniger gut findet und was ich daran ändern kann. Denn eure Meinung ist mir wirklich wichtig. Von daher, ich gehe jetzt unten erstmal ein bisschen Pulled Beef essen und ja, lasst euch das zeigen. Mittlerweile in der Finca angekommen. Die Jungs sind da schon ein bisschen am Rumspritzen. Und ja, das ist die Finca, würde ich sagen. Und guckt euch mal diese Aussicht an. Ich sehe das auch mal kurz. Zitronenbäume. Der Pool vor allen Dingen. Und ja, wir lassen es heute erstmal gut gehen. Ich lasse auch erstmal die Kamera aus. Vielleicht noch 1, 2 Aufnahmen und ja. Das war schon eine gute Arschbombe, aber ich glaube, da gehen wir nochmal in den Lehrkurs. Auf jeden Fall gehe ich da jetzt auch mal mit rein und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Der 2. Tag beginnt auf Mallorca und ja, heute geht es zur Olympiade, die ich ja gestern schon gesagt habe. Ihr habt vorhin ein paar Bilder gesehen mit Arschbomben-Contest, hat super viel Bock gemacht, also wirklich. Und ich habe Tim geschlagen. Das muss man erstmal hinbekommen, oder? Auf jeden Fall möchte ich euch gerne das zeigen, was wir hier heute Morgen gesehen haben beim Aufstehen. Wir sind jetzt selber nicht bei der Finca, weil ich will nicht sagen, sie ist überbucht, aber da sind halt sehr, sehr viele Leute und Anni und ich durften hier hin mit ein paar anderen. Der Dirk Ludwig ist auch hier und wir begeben uns jetzt erstmal zu den anderen wieder zurück und die Aussicht möchte ich euch zeigen. Schaut euch diese Aussicht mal an, das ist richtig genial. My weakness comes and goes.
Ja, am Tag 2 jetzt ein bisschen gefrühstückt und ich drehe mich jetzt hier mal so ein bisschen. Dann könnt ihr dann halt schon ein bisschen erahnen, was hier halt für eine große Plantage ist und beziehungsweise ein großes Gelände ist. Und das ist, ich meine, vom Wetter her müssen wir uns auch keine Form machen. Das ist halt wirklich sehr, sehr geil. Gefrühstückt wurde jetzt halt viel und ausreichend, denn es geht nämlich gleich gewandert. Ich habe gehört, der Toni, dem die Finca hier gehört, der hat hier unten drunter ein Höhlensystem. Und da bin ich mal echt gespannt drauf, weil hier vom Land her gesehen und dann noch eine Höhle hier unten drunter. Ich mache die große Kamera für euch noch klar. Gehe mit der großen Kamera mit Andi dann jetzt unten gleich in die Höhle rein. Versuche ein paar Aufnahmen für euch zu finden. Und ja, was der Tag dann heute noch so bringt. Ein paar Meter gelaufen, ist das eine Aussicht. Ich meine, das ist jetzt das Landesinnere von Mallorca, das heißt, wir werden jetzt auch heute nicht wirklich an den Strand gehen. Da vorne bleiben die anderen halt noch ein bisschen stehen, jetzt auf mich warten und machen dann halt ein Bild. Da unten ist ein Fluss. Ich hoffe wirklich, dass wir da hinkommen. Die Landschaft, also ganz ehrlich, wer noch nicht von euch auf Mallorca war, die Landschaft ist der Hammer. Ich persönlich und Anni waren halt wirklich noch nie hier und ich muss ehrlich sagen, die Landschaft haut mich definitiv um. Wir werden hier auf jeden Fall noch mal hinkommen, machen einen Familienurlaub und gucken, was die Insel noch so zu bieten hat. Aber jetzt gehen wir erstmal. Erste Kraxel-Aktion hinter uns, da hinten seht ihr das Gruppenbild und mit der großen Kamera habe ich das auch versucht einzufangen. Ja, geil, für mich als großer Kerl, richtige Kletteraktion, ich bin gerade ordentlich am Abschwitzen, aber wir gehen mal weiter. Glaubt ihm kein Wort, er jammert schon seit 2 Tagen. War halt schon ein Kraftakt hier hochzukommen, aber dafür wird man mit sowas entlohnt, ist das nicht geil? Das ist richtig genial. Ich versuche mit der großen Kamera da jetzt noch ein paar große Bilder mit einzufangen und dann gehen wir mal weiter. Ich bin hier ordentlich am Schwitzen und das ist halt auch schon ein Kraftakt und man bemerkt, es ist März. Und im März bei so einer Temperatur hier rumzukraxeln ist echt schon eine Leistung. Wir gehen mal weiter. Jetzt kurz eine Pause gemacht und die Sizzler sind ganz alleine mit dem Kevin hier hochgekommen. Wir haben den Weg gefunden und mussten natürlich auch den Kräuterschnaps trinken. Jetzt geht's fast wieder zurück. Das heißt, der Toni führt uns jetzt hier nochmal durch und ja, ich versuche wieder ein paar Aufnahmen zu machen. Ist schon sehr, sehr geil hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin immer noch überwältigt, was hier für eine Landschaft herrscht. Das ist der Wahnsinn. Das ist richtig, richtig geil. Da unten ist auch noch mal eine Schildkröte. Das ist der Kumpel von ihr. Die gehen immer abends ein Saufen. Das war jetzt Donatello, das andere Leonardo. Und jetzt gleich kaufen sie sich eine Pizza. Richtig cool hier. Also Mallorca. Ich komme noch mal wieder. Oh, wir hatten mega. Wir haben echt, wir haben Kinderdienst gehabt, deswegen schlafen die Kinder jetzt. Die haben wir mal ein bisschen fertig gemacht. Ja, das stimmt. Und wir hatten einen mega. Zwischendurch musste ich mal noch das Fass wechseln. Ganz schlimm, weil das eine war leer. Und ja, ehrlich. Könnt ihr uns jetzt nur mal kurz erklären, warum die beiden kaputte, warum er eine kaputte Hose hat? Mit wem hat er das angehört? Bei den Sizzle Brothers sehen. Bei den Sizzle Brothers könnt ihr das dann sehen, ja. Das ist spektakulär. Ich gehe jetzt mal ein bisschen nach hinten. Hier war jetzt gerade wieder in der Stufe. Sind gerade angekommen. Ich werde mir jetzt erstmal ein Bier holen. Und das Ganze halt wirklich genießen. Ich mache es ähnlich wie Luna, weil Luna liegt nämlich über meinem Schatten. Luna ist sowas von fertig und die hat den ganzen Weg mitgemacht und die hatte nichts zu trinken. Wir legen uns jetzt einmal bei Luna hin. Ich vorstellen darf, das ist Luna. Luna ist ja ganz lieb und hat das Ganze mitgemacht. Ich werde mir jetzt erstmal ein Bier gönnen. Und dann geht gleich die Olympiade los, würde ich sagen. Heute schon mal. Die betörende Schokolade hat sich gefunden. Das heißt, die Zutaten wurden gerade vorgestellt und ja, es sind halt einige dabei, die wir verarbeiten müssen. Unter anderem eine Zutat hier von der Finca. Und was kommt da natürlich
nah als eine Orange zu nehmen. Da ist dem Thorsten was zu eingefallen. Wer ist eigentlich in dem Team betörende Schokolade? Das bin ich, das ist die Anni, das ist der Thorsten und das ist der Marco. Ich verlinke euch das unten in der Infobox, wer das genau ist. Und ja, jetzt heißt es erstmal in die Hände spucken und auf geht's, denn wir haben nämlich noch einiges vor. Ich nehme das mit der großen Kamera für euch auf, dann seht ihr nämlich genau, was es gibt. Das ist jetzt der Kartoffelbrei für genau diese Kartoffelhilfen. Da hat nämlich Anni jetzt ein bisschen Gewürze mit dran gemacht, ein bisschen Tomate, ein bisschen Salz, ein bisschen Oregano ist mit dran. Schmeckt schon mal sehr, sehr gut. Das kommt, wie gesagt, in die Kartoffeln rein. Und jetzt zeige ich euch erstmal, was der Thorsten vorbereitet hat. Und das ist jetzt der Tafelspitz von Thorsten. Der hat einen richtig schönen, feuchten Rub gemacht. Der hat den Fettdeckel abgetrennt und da sind jetzt die Orangen, natürlich frische Orangen, hier aus dem Garten von der Finca mit drauf. Und ja, das wandert jetzt indirekt auf den Summit Charcoal und ich würde sagen, das wird was. Jetzt können wir was knutschen. Jetzt können wir knutschen. Jetzt können wir knutschen. Ja. Der Chili's Grillen. Ja. Welches Team? Golden Milk sind wir. Golden ja. Milk. Das heißt, ihr verarbeitet Golden Milk logischerweise? Ja, tun wir. Ich möchte nicht spionieren, aber nein. Was habt ihr vor? Na, wir machen Rührei. Ja. Und Skirt Steak auf Nachos mit einer leckeren Soße. Das wird toll. Der Rest ist Überraschung. Ich bin sowas von gespannt. Ich gehe jetzt mal bei den anderen spionieren. Ja, und was macht ihr? Wir sind Team betörende Schokolade. Oh. Das heißt, wir haben uns schon einen Tafelspitz zur Seite gepackt. Ein paar Kartoffeln haben wir uns zur Seite gepackt. Ich würde sagen, ja, das Endresultat ist das. Das wird bestimmt lecker, ne? Oder? Ja. Hauen wir mal rein. Platz 3, Team betörende Schokolade. Hey. Es tut mir leid, ein Wiesel will kein Zweiter werden. Ich kann nur Vize, ist egal. Nein, das war super. Schauer. Sascha, sehr gut. Guck an der Seite. Ja, wunderschönen guten Morgen zum letzten Tag hier auf Mallorca. Ich kann mich halt wirklich nur noch mal wiederholen, auch wenn ich es zu oft gesagt habe, die Landschaft hier ist wirklich genial. Das Wochenende neigt sich jetzt dem Ende zu. Kommen wir jetzt noch zum Resümee von gestern, von der Olympiade. Erste, zweite und dritte Platz wurde vergeben. Den ersten Platz hat eine selbstgemachte Wurst gewonnen. Mit im Team war, ich glaube, Christian, Juliane, Sascha und Julian. Ich kriege es nicht, wie gesagt, nicht mehr alle so richtig auf die Kette. Und im zweiten Platz ist dann an das Dessert gegangen, auch mit Christian und noch so ein paar anderen. Und wir haben halt den dritten Platz gemacht. Unser Brett wurde halt sehr oft benutzt und ja. Kommen wir zum Ende zu diesem Video. Ich muss halt wirklich Danke sagen an Anne und Stefan für dieses geniale Wochenende. Damit habt ihr uns halt wirklich abgeholt und es hat so, so viel Spaß gemacht. Danke nochmal dafür. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unterhalb von diesem Video. Und für weitere Tipps und Tricks oder andere Rezepte, schaut einfach auf tobias.grill.de nach.